irgendwelchen Gründen. So, wer ist ein Stadtzentrum? Es wird wieder wärmer. Die dicken Mäntel können nun weg. Ja, aber wir brauchen definitiv noch mehr Bauern. Also könnt ihr erstmal hier eine Hütte bauen. Nach hier so. Ja, ja. Ja, Lehm kriegen wir auch noch schon zusammen, nicht wahr? Die sind ja hier schon fleißig am Arbeiten. Ja, der Bereich ist groß genug. Ja, ja. Ausbau abgeschlossen. Wieso, wenn ihr schon mal hier seid, könnt ihr direkt anfangen, Eisen abzubauen. Fertig. Jo. So, jetzt haben wir hier... Jetzt können wir die weiteren 5, die wir gerade rekrutieren... jetzt losschicken, damit die hier am rumwerkeln sind. Ja, verbesserte Ausrüstung verringern, das ist auch toll. Fertig. Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen. Los geht's und Gemüse hacken hier. Dach, Chef. Es ist Zahltag. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Okay, wir haben jetzt wie viele Bauern hier im Einsatz? Nicht alle. Aber gern. So, 5 weitere. 1, 2, 3, 4, 5. Ihr solltet die Wäsche ins Trockene. Die schicken dann gleich zum Eisenhacken und dann sieht es doch eigentlich ganz gut aus. Wenn man das noch mit dem Mauerbauskript von, ich glaube, Ankari verbindet? Eigentlich, wenn man es noch mit einer ganzen Menge anderer Modifikationen kombinieren würde, ohne dass sich gegenseitig die Füße treten, weil das machen viele Modifikationen, würden viele Modifikationen wohl zwangsläufig machen, weil die, denke ich mal, auf die gleichen Knöpfe und so weiter zurückgreifen. Aber wenn das möglich wäre, dann wäre es eine ganz schön krasse Geschichte. Was wollten wir jetzt... Ach ja, stimmt. Ihr wolltet Eisenhacken gehen, habe ich gehört. Ja, ja. Seht ihr. Wo ist Gruppe 0 eigentlich? Könnt ihr nicht mal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Gruppe 0? Ach hier, beim Steinhacken. Ja, nun... Zuerst einmal, wir schalten uns die Kaserne frei. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Und dann bauen wir schon eine Festung. Und Gruppe 0 darf die Kaserne bauen. Und zwar hier so hin. Kein Problem. Und das dürfen wir auch schon ausbauen. Zahltag. Und danach setzen wir uns noch irgendwo eine Hütte hin. Vielleicht setzt Gruppe 0 auf dem Weg dahin schon eine Hütte hin. Ich glaube, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. So, unsere typischen 4er-Grüppchen oder 8er-Grüppchen, 12er-Grüppchen, 16er-Grüppchen gibt es jetzt hier nicht mehr, weil wir halt die Leibwagen immer in 5er-Gruppen ausbilden. Hier ist noch Platz für Felder. Fertig, Meister! Hierhin. Na gut. Das Gebäude ist ausgebaut. Oh, wir haben es ausgebaut. Krass. Jetzt können wir auch einen Kundschafter erstmal rekrutieren. Ah, der muss natürlich trotzdem noch irgendwie in die Luft schlagen. Ausbau fertig.
kein Kundschafter, der nicht in Luft schlagen kann, ist ein wahrer Kundschafter. Zuerst mal den Schießblitz. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. So, hier können wir Speerträger und die brauchen nur Garnison, die Schwertkämpfer. Benötigen kein Eisen und wenig Nahrung. Setzt sie gegen Reiter und Gebäude alles an, wenn ihr sie sehr früh in der Partie Truppen benötigt. Schwertkämpfer sind sehr kraftvoll und erleiden verringerten Schaden durch Pfeile. Nehmt euch vor schweren Reitern in Acht. Marschieren. Erhöht Geschwindigkeit, das ist immer noch so. Es beginnt zu baut eine mobile Kanone, um eure Truppen im Kampf zu unterstützen. Das heißt, die Bauern sind auch so wie Ingenieure sozusagen. Wir wollten ja, stimmt, wir brauchen noch 5 weitere Bauern. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Um nämlich hier unten eigentlich beim Steinhacken auszuhelfen. Sofort. Ihr Kollegen seid übrigens schon wieder aus dem Rahmen rausgegangen. Der Sommer kehrt zurück. Der Englisch nur relativ klein wirkt allmählich. Geht lieber hier Holz hacken. Ja. Das Sägewerk werden wir vermutlich öfter verschieben müssen. Kann ich jetzt Feierabend machen? Kunchi! Ja. Jawohl. Schaut in die Ferne. Warum gucken hier? Da ist ein Siedlungsplatz. Aber sicher doch. Ihr dürft hier unten übrigens auch beim Steinhaken helfen. Natürlich. Sie schaddert. Sie schaddert. So, was haben wir denn hier? Armbrustschütze. Schwerer Fernkämpfer mit hohem Schadenspotenzial und enormer Reichweite. Stark als Unterstützungseinheit oder in großer Anzahl. Aber ineffizient gegen Schwertkämpfer oder Kanonen. Ja, schon. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen. Nein, nein, Kunchi, nicht! Gerne. Jawohl. Das ist Scheiße. Okay, was nie was passiert. Bogenschützen sind eure günstigste Fernkämpfer. Sie sind sehr verwundbar, aber offensiv stark und bieten durch ihre lähmenden Giftpfeile einen enormen taktischen Vorteil. Gut, erstmal ausbauen. Es ist Zahltag. Mobile schwere Artillerie, Stall. Stein brauchen wir dafür. Und für Steine brauchen wir Bauern. Da Holz sowieso gerade keine Sache ist, hier geht alle mal Stein hacken. Natürlich. Alter, die sind offenbar definitiv überfordert, unsere Bauern hier hinten. Lieber als das. Das Gebäude ist nun ausgebaut. 250 Nahrung, 70 Eisen. Schützen schießen schneller und treffen besser. Ah, das können wir trotzdem leisten. Ausbau davon wohl zuerst. Stall braucht auch Stein. Natürlich braucht alles Stein. Egal, zuerst die Kaserne ausbauen, danach die Zitadelle bauen. Und dann geht das schon klar. So, Kunchi, geh hier hin. Aber sicher doch. Nicht weiter als hier hin. Natürlich. Hier. Jawohl. Und dann guck mal, was da hinten denn so abgeht. Aha, es ist offenbar eine gegnerische Patrouille, die einfach durch die Gegend zendelt. Weil die nichts anderes zu tun haben. Es regnet. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Sabotage. Fähigkeit Sabotage erlernen. Plündern. Plündern ist super. Na komm. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. So, 5 Steine und zusammen. Der Sommer kehrt zurück. Brauchen die Soldaten eigentlich Sold? Ich glaube nicht, oder?
Nee, die Soldaten brauchen keinen Sold, denke ich. Bauen aber für die Rekrutierung Nahrung. Wir haben eine neue Technologie erforscht. Oh, 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 nein, mit nein, 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 nein. Nein, Kunst, aber sicher nein. Doch. Mit Vergnügen. So. Schwertkämpfer, Armbrustschütze und Rettungsretter widerstandskräftiger gegen Gifteffekte. Ja, Armbrustschütze, das kann Scharfschützen, oder? Ja. Eine neue Technologie ist erforscht. Ich mag die Modifikation bisher schon ganz. Wie gesagt, ich will die gerne. Ich sehe die liebend gerne in ihrer. In irgendeiner. Weiterführung mit Storyline und so. Naja, der Feind im Norden. Ja. Das ist wohl so eine komische Banditentruppe, die uns auf die Nerven gehen will. Ah, die beseitigen wir gleich mal. Gruppe 0. Stall. Ist das unmöglich? Nein, weil die noch am Bauen sind. Die Forschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Es regnet. Kann ich den Wachturm? Ich will den Wachturm gerade anwählen irgendwie. Es wird wieder wärmer. Egal, wir können den Architekten auch noch gebrauchen. Nun weg. Türme und Brücken zu errichten. Den Architekten setzen wir uns mal hier so hin. Und dann haben wir den alten. Baut der, bauen die das damit weg? Des Erfinders? Kann das sein? Oder bauen die. Dachchef. Es ist Zahltag. Das Gebäude ist ausgebaut. Nein, es ist ein normales Lager. Ich dachte ganz kurz, sie würden tatsächlich die Leonardos Werkstatt hier bauen. Haben eine neue Technologie erforscht. Seht durch mein Fernglas. Fertig, Meister. Mit Vergnügen. Das ist eine kleine Learning by Doing ohne größere Herausforderung. Seht durch mein Fernglas. Stall. Da hat jemand den Hosenstall schon wieder offen. Sofort. Ja, ich weiß, dass ich rede mit dir gerade. Du vor dem Bildschirm. Mach das zu. Das riecht ja bis hier. Entschuldigung. Seht her. Wo waren wir? Genau, beim Erkunden der Welt. Oh. Feinde haben einen Arbeiter attackiert. Alter, wollt ihr mich verarschen? So, kurz mal eine kleine Truppe ausheben hier. Fertig. Leichte Reiter, schnelle Schützen, die durch Giftpfeile hohen Schaden gegen Einheiten verursachen. Ideal für Überfälle auf Arbeiter oder Speerträger. Im offenen Gefecht eher ineffizient. Ja, direkt ausbauen hier. Hört ihr bitte auf? Ja, ja. Meine Bauern zu erschlagen. Wird erledigt. Die haben nichts getan. Das sind einfach nur Bauern. Ah, hier gibt's jetzt nichts mehr. Wir haben alles abgebaut. Es regnet. Ihr habt nicht genügend Eis. Was? Ihr habt alles Eisen abgebaut. Der Tag der Abrechnung. Steuern alles? Und Sold werden gezahlt. Da drunter ist Eisen, aber dieser. Alter. Nein, wenn wir noch Eisen hätten, hätten wir eine Kanone bauen können. Das Gebäude ist ausgebaut. Wird erledigt. Jetzt müssen wir es anders machen. Was haben wir denn hier? Soldat rekrutieren. Kauft einen Soldat für diese Gruppe. Ach so. Schildblockade. Schwertkämpfer schützt sich vor Pfeilbeschuss. Feinde haben einen Arbeiter attackiert. Okay, zuerst die. Bis in den Tod. Ganz ehrlich, auf alles geschissen. Zuerst die hier. Attacke. Denn die haben schon wieder... Ich wiederhole, schon wieder haben die Kenny getötet. Könnt ihr mal einen anderen belästigen diese mit eurer Schweine. Verfallschutz und haben zusätzlichen 4 plus Rüstung gegen leichte Reiter, Bogenschutz. Alles klar. Hier. Machen. Ja! Der Räuber ist gerupft. Ja, Herr.
Es wird wieder wärmer. Ach, das ist die dicken Mäntel passive. Weg. Weiß ich. Die Reichweite von Armbrüsten sind 29 Meter als die aller anderen Schützen. Türme und Kanonen. Mit Ausnahme der dicken Bertha. Okay, also gern. Höchste Reichweite von allen. Ja, Herr. So, die Räuber sind damit endgültig aus der Welt geschafft und hier. Nur Mut! Sagt ich das mal. Ihr könnt mal mithelfen hier. Gibt's irgendwo sonst noch Eisen, das wir vielleicht beschaffen können, um eine Kanone zu bauen? Hier, gibt's Eisen. So Notfall. Der Tag der Abrechnung. Notfallfläche. Steuern und Säure. Die beseitigen das schon langsam. So, hier würde ich doch gucken. Stark gepanzert und schnell, verursachen besonders hohen Schaden gegen Schwertkämpfer und Gebäude und sind sehr effizient gegen Kanonen. Hütet euch vor Spähträgern und Schützen. Jawohl. Aber sicher doch. So, jetzt haben wir auch die Räubertruppe beseitigt. So, was können wir jetzt hier lernen? Mauern abdichten, erhöht Widerstandskraft eure Gebäude gegen feindliche Angriffe. Das müssen wir gerade nicht machen. Können wir die Brücke jetzt einfach so dahinsetzen jetzt? Ja, das können wir. Ist nett. Ich zeige euch den Weg. Wie kostet eine Brücke jetzt? Immer noch so viel wie früher. Dicke Bertha. Diese mächtige Kanone kann ein Explosivgeschoss über große Distanz verschießen. Ihr könnt nur eine dicke Bertha zur gleichen Zeit haben. Mobile Kanone, um eure Truppenfeld zu unterstützen. Ja, das ist schon so was klar gewesen, denke ich. Es beginnt. So, alle auf den Stollen. Flöts. Na, wie auch immer. Sie schaddert. Ach so. Schnee bedeckt die Landschaft. Der Tag der Wen interessiert das? Wen interessiert das schon, nicht wahr? Und das Wasser ist gefroren. Können wir jetzt einfach darüber latschen jetzt? Natürlich. Nein, können wir nicht. Jawohl, aber sicher doch. Da wurde dran gedacht. Ja. Oh, hier ist eine Kiste. Seht her. Schaut in die Ferne. So, wir bilden uns einen zweiten Kundschaft aus, würde ich sagen. Ach nee, kein Eisen. Euch fehlt Eisen. Gut, dann macht ihr mal hier und die Schwertkämpfer kommen zurück zu uns, zu unserer Kaserne. Das kann ich. Gut, wir sollten uns jetzt mehr auf eisenlose Truppen fokussieren. Hier gibt es 1, 2, 3. Wir haben alles abgebaut. 1, 2, 3. Nichts mehr, alles abgebaut. Die Steine sind auch weg. Krasser Scheiß. Diese Leibeigen sind richtig krass drauf. Wie sieht es mit den Feldern eigentlich hier aus? Ja. Gut, wir werden Holz brauchen, also. Ja, Herr.